Was deine häufigsten Emojis über dich und deine psychische Gesundheit aussagen. So ziemlich jeder benutzt sie im Chat, die Emojis. Und hier siehst du ja, welche du besonders oft verwendest. Sind das eher solche Emojis oder solche oder dann doch solche? Deine häufigsten Emojis sagen viel darüber aus, ob deine Grundstimmung eher genervt, traurig oder doch fröhlich ist. Also geh mal in die Kommentare unter dieses Video und poste deine am drei häufigsten genutzten Emojis. Plus weg für mehr psychologische Tipps und Facts.